Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Forbidden West Burning Shores. So, meine lieben Friends, wir machen jetzt hier weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Egal. Gehen wir weiter. Wenn du meinst. Okay. Tür aufstemmen, let's go. Elite-Sprengfalle, Vielleicht ist das Kontrollzentrum für Londras Weltraumausgrabungen. Beeindruckend. Ja, mal sehen, was wir finden können. Kann nicht hergestellt werden. Stark. Das ist ein Hologramm. Hier irgendwas betätigen? Nee. What the fuck? Hä? Ah, hier geht's noch nach oben. Okay. Hier ist aber zu. Wir brauchen einen Weg hindurch. Vielleicht ist etwas in diesen Konsolen? Ach so. Von hier haben wir offenbar Zugriff auf das Hologramm. Oh, hier sind Daten. Mal sehen, auf was ich Zugriff habe. Vieles ist fehlerhaft, aber einiges hat überlebt. Vielleicht kann ich es abspielen. Ich fand Evelyn im Kontrollraum. Sie durchsuchte die Protokolle nach Londras Passcode. Ich weiß nicht, wie sie die Security passiert hat, aber es ging ihr nicht gut. Sie hämmerte an Londras Tür, bettelte darum, dass er sie rettet. Ich sagte ihr, dass er fort sei, doch sie wartete weiter. Sie mussten sie wegzerren. Das war die letzte Aufzeichnung. Alles andere ist von vor 2065. 2065? Drei. Nein. Vier. Vier Eingaben, vier Ziffern. 20. Laut Aufnahme hat diese Evelyn den Code in den Daten gesucht. 64. Versuchen wir ihn zu finden. Okay. 2064. Das hat wohl noch eine Konsole freigeschaltet. Okay. Schau auf der anderen Konsole. Okay, war ein Versuch wert. Auch nix. Das ist ein Archiv von Londras Asteroidenmission im Lauf der Jahre. Und ich kann wohl mit meinem Fokus navigieren. Also brauche ich die Konsole nicht. Okay, das erste Protokoll. Hab es an deinen Fokus geschickt als Referenz. 2050. Ein Jahr des Triumphs. 2050. Die erste Mission ließ 1000 Neinsager verstummen. Als wir den Asteroiden hatten, hielten sie die Luft an. Wir holten uns den Reichtum der Planeten. Sie hielten kriechend die Hände auf. Der Flug wird mir immer viel bedeuten. Er ist geschichtsträchtig. Siehst du die Felsbrocken rund um die Erde? Mit dem Fokus sehe ich Daten darauf. Gut. Probieren wir 2050. Passiert ja nicht mehr viel hier. Wir müssen wohl die Asteroiden scannen. Alter, das ist so bodenlos. Immer wenn ich hier hochgehe. Dies ist das Jahr aus dem Protokoll, aber da sind zwei Zahlen.
Welches für den Code? Er erwähnte den Flug. Klang, als wäre er ihm sehr wichtig gewesen. Dann muss es die Flugnummer sein. Ja, das könnte die erste Zahl des Codes sein. Nicht schlecht, sag Bescheid, wenn du bereit für das nächste Protokoll bist. Okay, hören wir das nächste an. Ich greife darauf zu. Ich habe den Rat überzeugt. Die Menge an Platin in diesem Felsen ist das Risiko wert. Sobald wir ihn haben, schenke ich Evelyn einen Platinring. Dann kann sie unseren Erfolg immer bei sich tragen. Was für ein toller Kerl. Hier kommt kein Ja vor. Es wird nur Platin erwähnt. Und wenn du die Jahre durchgehst? Vielleicht können wir noch einen Asteroiden scannen. Flugnummer 3. Missionsprotokoll. Erstes erfolgreiche Asteroid wurde in Unerfahrung gestellt, die Erde befördert und 4000 Tonnen. Ist es die 4 oder die 3? Gut. Also es ist die 4. Und hier dann die 5, richtig? Einer dieser Asteroiden hatte sicher Platin. Gut, scanne weiter, bis wir ihn haben. Da sind keine Daten drin. Fehlerhaft. Weiter zum nächsten. Was habe ich denn hier gesendet jetzt? Gold? Keine Daten. Dem ist gar nichts. Da sind keine Daten drin. Oh, Platin. Das muss die richtige Mission sein. Aber welche Zahl? Ich weiß nicht. Ich spiele das Protokoll nochmal ab. Ich habe den Rat überzeugt. Die Menge an Platin in diesem Felsen ist das Risiko wert. Sobald wir ihn haben, schenke ich Evelyn einen Platin. Menge werden ja 2. Dann kann sie unseren Erfolg immer bei sich tragen. Diesmal ist es vermutlich nicht die Flugnummer. Ja, das Protokoll erwähnt die Platinmenge. Eben war die Flug? Ja, 2. Sag Bescheid, wenn du wieder bereit bist. Bereit. Okay, es geht los. Der Unfall hat die Ameisen verstört. Anwälte und Publizisten schwärmen aus, betreiben Schadensbegrenzung und klagen über unkalkulierbare Verluste. Sie sehen nicht, dass jeder Tod eine Lektion in Selbstgefälligkeit ist und uns inspiriert, Großes zu leisten. Seine Arbeiter sind für ihn keine Menschen, oder? Ja, was soll man das jetzt sagen? Haben eine gewisse Ausbeute bis zu 7 Tonnen. Das ist Kampagne.
Hier haben wir nix. Warum sehe ich den Asteroiden nicht? Er erwähnt kein Ja oder Metall. Wir suchen nach einem Unfall mit Bergleuten. Die Solarstämme werden... Hier ist was von Bergleuten. 8 Bergleute. Männer starben und Laundrat hat es ab, als wäre nichts geschehen? Das mit der richtigen Zahl überlasse ich dir. Ja, es werden wohl die 8 sein, ne? Das ist die 3. Zahl. Fehlt nur noch eine. Schätze, wir wissen es erst, wenn wir alle eingeben. Bereit für das nächste? Let's go. Lass hören. Ich spiele es ab. Mein Hauptkonkurrent wollte mich im Kongress blockieren. Aber ich kriege das Kobalt. Egal, wie viele Jahre ich graben muss. Zhaolu Lunar Resources können auf dem Mond bleiben. Alles andere gehört mir. Gut, ich glaube, ich weiß, was wir suchen. Also gut, Moment. Da, ich habe das letzte Protokoll an deinen Fokus geschickt. Danke. Sobald wir die letzte Zahl haben, gebe ich oben den vollen Code ein. Schädigt. Hier, dann haben wir 2, 3. Das 4. Protokoll erwähnte Kobalt und die Zhaolu Lunar Company. Dann brauchen wir ein Protokoll mit beiden. Yep. Ja, stark. Müssen wir jetzt noch mal gucken hier, oder was? Abwerfen. Kobalt und die Juna Company. Platin vorkommen. Das hier erwähnt die Luna Company, aber kein Kobalt. Zhaolu und Kobalt, das muss es sein. Dann müsste es ja wieder die 5 sein, richtig? Schauen wir mal. 5, 2, 8, 5. Die erste Zahl scheint falsch. Dann müsste es die 4 sein. 4, 2, 8, 5. Ich sehe mal in die Notizen. Hä? Ach, 4 oder 3 war das. Das war dann die 3. 3, 2, 8, 5. Kam ich auf 5? 3, 2, 8, 5. Wow, du hast es echt geschafft. So. Das muss Laundras Wohnbereich gewesen sein. Genau im Zentrum seines Arbeitsplatzes. Mal sehen, was wir finden. Dieses Relikt.
Ist das eine alte Waffe? I don't know. Strom erforderlich. Ein Geschenk von einem Freund. Denk dran, dir den Rücken freizuhalten. Was bedeutet das? Wofür ist das? Eine Art Preis, denke ich. Londras Frau war zu ihrer Zeit recht bekannt. Seltsam, dass er das behalten hat. Am Ende waren sie nicht mehr gut, aufeinander zu sprechen. Wer liebt, kann nicht loslassen. Okay, liebe Leute, das war's dann auf jeden Fall wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, der Part hat euch Spaß gemacht. Supportet kein Mord, ihr wisst ja, wie es läuft. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.